Willkommen bei der Vorstellung zum Bachelorstudium, Wirtschaftswissenschaften. Ich werde Ihnen das Studium ein bisschen vorstellen und wie Sie dann auch im Anschluss Möglichkeiten haben, natürlich zu fragen. Das Ganze ist also an alle gerichtet, die sich interessieren für das Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften, die also entweder schon studieren oder erst vorhaben anzufangen mit dem Studium. Gut, der Ablauf schaut so aus, wir haben circa eine halbe Stunde Zeit und werden uns in der Zeit das Studium anschauen. Was macht das Studium besonders? Warum zahlt sich aus, Wirtschaftswissenschaften zu studieren? Was sind die Schwerpunkte? Worin kann man sich spezialisieren? Um welche Fragen geht es dabei genau? Was sind die Lehrinhalte? Und vor allem natürlich dann auch für Sie interessant, was sind die damit verbundenen Berufsaussichten? Was kann man später mal werden? Was kann man machen? Welche Jobs kann man kriegen, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert? Gut, dann starten wir gleich einmal los. Dazwischen lasse ich immer noch ein paar Leute rein, die dann noch dazustoßen nach und nach. Okay. Gut. So, wir fangen an mit Besonderheiten des Bachelor Wirtschaftswissenschaften. Im Bachelor Wirtschaftswissenschaften beschäftigen Sie sich mit spannenden Fragen, die sehr breit gestreut sind. Eine ganz kleine Anzahl an Beispielen hier. Warum verdienen Frauen weniger als Männer, zahlen aber mehr beim Friseur zum Beispiel? Womit hängt das zusammen? Die Verdienste hängen zusammen, vielleicht mit Teilzeitbeschäftigung oder nicht. Hängen aber vielleicht auch zusammen mit strukturelleren Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Da kann man Studien anstellen darüber und sich damit ein bisschen genauer beschäftigen und dann vielleicht auch wirtschaftspolitische Maßnahmen vorschlagen, die eine Situation verbessern womöglich. Warum zahlen Sie mehr beim Friseur? Das mag vielleicht noch mit Zahlungsbereitschaften auch zusammenhängen. Eine andere Frage ist makroökonomischer, also größerer Natur. Warum sind Nigeria arm, Botswana aber reich zum Beispiel? Also warum sind Länder unterschiedlich reich? Hängt mit Ressourcen zusammen, vielleicht aber auch mit Institutionen, der institutionellen Geschichte. Gibt es viele mögliche Einflussfaktoren. Ja? Dann haben Sie hier noch eine Liste, eine beispielhafte Liste an Themen, geht bei unserem Studium, nämlich jetzt muss ich noch ganz kurz einmal schauen, genau, die Leute noch zulassen, die dann noch später gekommen sind. Okay, da kommen immer noch welche. Jetzt mache ich eine kurze Pause, um denen noch die Chance zu geben, ja, alles mitzuhören. So. Okay. Gut. So. Dann sind jetzt soweit alle herinnen. Okay. Sie sehen nach wie vor die Folien, ja? Sie können ein kurzes Daumen hoch geben oder kurzes Mikro einschalten. Jawohl, passt. Super. Also, wir waren bei den spannenden Fragen. Super, fein. Und spannende Fragen gibt es auch natürlich in Wirtschaft und Umwelt, im E-Business. Das betrifft auch Handelskriege, Dinge, die immer wieder in den Medien auftauchen, natürlich aktuell auch, sehr aktuell, Gesundheitssysteme, Evaluierung von Politikmaßnahmen. Alles das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und Fragen, wo Sie methodische Ansätze auch lernen, wie man diese Fragen beantwortet. Insgesamt bedeutet also Wirtschaft verstehen,
dass man verschiedene Kenntnisse braucht, aus Volkswirtschaft zum einen, aber auch Betriebswirtschaft oder Psychologie zum anderen. Und all das bietet Ihnen also dieses Bachelorstudium, das wie gesagt ein sehr breites ist und die verschiedensten Perspektiven aus einer gesamtökonomischen Sicht, aber auch aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht oder auch psychologischer Sicht Ihnen näher bringt. Bei dem nachher gibt es also auch diese drei Spezialisierungen in Economics, Economics and Business und Economics and Psychology. Das betrifft also jetzt die Volkswirtschaft zum einen, Volkswirtschaft im Zusammenhang mit der Betriebswirtschaft zum anderen und die Wirtschaftspsychologie zum dritten. Ja, das sind also drei Spezialisierungen, die wählbar sind, auf die ich dann auch im näheren kleiner eingehen werde. Und die Sie durch die Wahl Ihrer Fächer dann auch eben auswählen können. Das Studium ist einzigartig in Österreich. Es gibt also auf Bachelor-Niveau sonst kein Studium, das auch eine Wirtschaftspsychologie enthält. Das ist also etwas Besonderes an unserem WIWI-Studium, diese Spezialisierung in Wirtschaftspsychologie auch. Ein anderer Fokus, der gelegt wird in dem Studium, ist auf Daten. Ja, Daten sind das Um und Auf in unserer modernen Gesellschaft, wie wir wissen. Daten werden auch bezeichnet als Öl sozusagen des 21. Jahrhunderts. Und in unserem Studium bekommen Sie eine sehr fundierte Ausbildung in Datenanalyse, die Ihnen dann auch, wie wir später sehen werden, Eintrittsmöglichkeiten eröffnet in sehr spannende Berufe, wo es eben um die Analyse von Daten geht und wie man dann die Informationen, die man gewinnt aus diesen Daten, möglichst gut einsetzen kann. Für aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Im Übrigen, wenn Sie jetzt schon Fragen haben, wir werden dann noch zum Fragenteil natürlich kommen, aber wenn zwischendurch Fragen auftauchen, bitte gern jederzeit mich unterbrechen. Sie können gern entweder ins Chatfenster schreiben oder einfach auch nur Ihr Mikro ausschalten und fragen oder mit Handzeichen sich melden und dann können wir dann gleich drüber reden, falls Sie irgendeine Frage an Ort und Stelle haben. Gut, soweit zu den Besonderheiten. Gehen wir weiter zu den Studienschwerpunkten, also ein bisschen mehr ins Detail. Ich habe ja schon gesagt, es ist also ein betriebswirtschaftlicher, ein sozialwissenschaftlicher, das auch die Psychologie drinnen und ein volkswirtschaftlicher Teil enthalten und demnach gibt es entsprechende Einführungskurse auch im ersten Studienabschnitt. Es gibt also Grundlagen der Betriebswirtschaft, Grundlagen der Sozialwissenschaft und Grundlagen der Volkswirtschaft. Es kann auch oft zwischen mehreren Kursen ausgewählt werden. Auf der Folie da sind jetzt ein paar Kurse beispielhaft nur erwähnt, die sind nicht abschließend erwähnt. In der BWL zum Beispiel geht es ums Management von Menschen, Strukturen und Prozessen von Organisation, Innovation und Unternehmertum, um Unternehmensrechnung intern und extern, um Dinge wie Marketing, Strategie und internationales Management. Dazu gibt es also spezielle Kurse. In der Sozialwissenschaft gibt es zum Beispiel in den Grundlagen der Sozialwissenschaft die allgemeine Soziologie, Einführung in die Wirtschaftsgeschichte, Einführung in die Wirtschaftspsychologie. Und in der Volkswirtschaft gibt es Kurse wie Grundlagen in Mikro- und Makroökonomie. In der Mikroökonomie beschäftigt man sich also auf sozusagen niedrigere Ebene mit den Entscheidungen von einzelnen Akteuren, sogenannten Akteuren, Konsumenten oder eben Firmen. Und auf der Makroökonomie ist man auf einer übergeordneten Ebene und schaut sich an, wie sich zum Beispiel die einzelnen Arbeitsmarktentscheidungen auswirken auf die gesamtgesellschaftliche Arbeitslosenrate, wie die zusammenhängt mit der Inflation, wie Wechselkurse bestimmt werden, wie die abhängen von auch den staatlichen Politiken zum Beispiel. Um den Staat geht es dann auch im Kurs Marktwirtschaft und Staat. Der spielt natürlich auch mit in der Wirtschaft, greift ein, mehr oder weniger stark.
reguliert zum Beispiel. Und da schaut man sich also an, was sind optimale Regulierungsstrategien, wie kann der Staat Marktsituationen verbessern, wenn sie zum Beispiel als ungerecht empfunden werden oder auch einfach nur als ineffizient. Und im Kurs Empirical Economics lernen Sie statistische Methoden kennen, wie Sie also empirisch jetzt mit Daten Wirtschaft analysieren können, Wirtschaftssituationen bewerten können und darauf basierend vielleicht dann später wirtschaftspolitische Empfehlungen auch abgeben lernen können. Gut, das wäre also der erste Studienabschnitt. Im zweiten Abschnitt dann kommen die Spezialisierungsfelder ins Spiel und da gibt es, wie gesagt, die drei und das erste davon ist Economics, also aus der Volkswirtschaft. Gibt es verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten. Da geht es zum Beispiel um das ökonomische Verhalten in Organisationen. Das betrifft auch betriebswirtschaftliche Dinge wie Personalwesen. Ja. Welche Strategie kann man verfolgen? Welche Anreize sind gegeben für Arbeiter in einem Unternehmen? Wie sehr oder wenig die sich anstrengen? Wie hängt das ab vielleicht von der Lohnausgestaltung oder Boni, die ausgezahlt werden. Bei digitaler Ökonomie und Industrial Organization geht es also um Marktverhalten auch von Firmen. Da geht es auch wichtig um Monopole wie Google oder Amazon. Welchen Einfluss haben die auf die gesamte Wirtschaft? Welchen Einfluss haben die auf Konsumenten? Sollten die vielleicht reguliert werden vom Staat oder nicht? Dann haben wir Public Finance und Environment and Health. Da geht es also um öffentliche Finanzen, Umwelt und Gesundheit. Das sind also ganz wichtige, aktuelle Themen, wo unsere Gesellschaft vor wichtigen Herausforderungen steht. Wie kann man also möglichst gut Entscheidungen treffen, die umweltpolitisch oder gesundheitspolitisch sind? Wie verhalten sich denn die Individuen, die Konsumenten, wie betrifft es ihre Gesundheit zum Beispiel? Wie betrifft es generell Versicherungen, zum Beispiel Sozialversicherungen, Gesundheitswesen? Und wie kann man möglichst gute politische Entscheidungen treffen? Dann haben wir Microeconomics and International Economics. Da geht es also um internationale wirtschaftliche Zusammenhänge. Wie entstehen Handelsströme? Wie werden Standortentscheidungen getroffen von multinationalen Unternehmen zum Beispiel? Welchen Effekt hat es auf die Länder, wo sich diese Multis ansiedeln? Oder auch makroökonomisch, wie werden Wechselkurse bestimmt, wie wirkt sich das aus auf eine Handelsbilanz und wiederum auf die Wohlfahrt natürlich der Leute in demjenigen Land und so weiter. Unsere Wirtschaft, wissen wir, ist global vernetzt und dem wird also hier Rechnung getragen. Und dann gibt es noch Datenanalyse und ökonomische Methoden, wo es also um zum Beispiel statistische Methoden geht. Wie kann man also vorhandene Daten auswerten? Und die Daten, wissen wir ja, werden in unserem digitalen Zeitalter immer mehr. Es gibt eine enorme Datenmasse, die nur noch richtig ausgewertet werden muss. Und diese Leute, die das können, sind sehr gefragt, weil es gibt noch nicht so viele dazu. Es gibt natürlich Informatiker, zum Beispiel, aber die haben wiederum dieses ökonomische Hintergrundwissen nicht so, wie sie dann die Daten interpretieren sollen. Und es gibt Statistiker, die wissen über statistische Methoden Bescheid, wissen aber vielleicht nicht so gut, wie man die anwendet und in welchem Kontext man die am besten anwendet. Und genau das ist so der Fokus vom Bachelor Wirtschaftswissenschaften. Gut, das zweite Spezialisierungsfeld ist die Wirtschaftspsychologie. Das ist also, wie gesagt, eine Besonderheit hier bei uns. Da lernen Sie auch den Zusammenhang kennen zwischen Psychologie und Ökonomie. Ökonomische Entscheidungen werden von Menschen getroffen und nicht von Maschinen. Da spielt also Psychologie auch mit eine Rolle.
das, wie sich ein Mensch entscheidet, wie seine eine Arbeitsentscheidung aussieht oder auch familiäre Entscheidungen, alles das spielt zusammen, ja, hängt zusammen von dem Kontext, in dem er sich befindet, vielleicht auch den anderen Leuten, mit denen er zu tun hat. Und damit beschäftigt sich also Psychologie. Und schließlich die Betriebswirtschaftslehre hat natürlich auch die unterschiedlichen Herangehensweisen über unterschiedliche Teilbereiche eines Betriebs, einer Firma, wo es zum Beispiel geht um Accounting, Tax Management oder Controlling, Finanzwesen, International Management und so on. Sie können also im Bachelor Wirtschaftswissenschaften alle Minors aus dem Bachelor Betriebswirtschaft auch wählen, in Kombination mit den entsprechenden Fächern. Gut. Dann haben Sie hier noch eine kleine Grafik, wo Sie aufgesplittert sehen, wie sich die Lehrinhalte aufteilen. Sie sehen also hier diese Grundlagen, von denen ich gesprochen habe. Da haben wir also mit 17% die volkswirtschaftlichen Grundlagen und im gleichen Ausmaß betriebswirtschaftliche Grundlagen. Dann haben wir die sozialwissenschaftlichen Grundlagen und dann noch freie Studienleistungen, wo Sie also Ihre Fächer auswählen können. Auch eine Bachelorarbeit gibt es und dann noch so Nebenfächer, die auch wichtig sind, wie Mathematik und Statistik, Recht, Grundlagen der Digitalisierung und auch die Wirtschaftssprache Englisch. Ein großer Teil von einem Drittel ungefähr betrifft dann noch Wahlfächer aus sowohl Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft als auch Wirtschaftspsychologie. Da können Sie sich also je nach Interesse dann schon auch einmal ein bisschen spezialisieren in die eine oder andere Richtung. Oder auch einfach ausprobieren und schauen, was interessiert mich denn überhaupt, wie passt denn das zu meinen Interessen, was da angeboten wird. Gut, insgesamt würde ich also das Studium beschreiben als eines, das, wie gesagt, breit ist, aber einen Fokus legt auf die Dinge, die gefragt sind in unserem modernen digitalen Zeitalter. Man lernt praktisch, wie alles zusammenhängt. Ja? Wie hängen die einzelnen Entscheidungen von Firmen, Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Konsumenten, Ländern und die globale Wirtschaft insgesamt zusammen. Entscheidungen der einen betreffen auch immer Entscheidungen der anderen. Und genau das zu analysieren, lernt man in Wirtschaftswissenschaften. Man lernt also Wirtschaftsprozesse umfassend zu verstehen, nicht nur eine Perspektive kennen, sondern lernt also die Wirtschaftsprozesse aus vielen verschiedenen Perspektiven kennen und analysieren. Ich habe schon erwähnt, dass die Auswertung und Auslegung von Daten sehr wichtig ist, weil sie auch sehr gefragt ist am Arbeitsmarkt. Sie lernen dazu die ökonomischen, die statistischen und ökonometrischen Methoden kennen, um dann entsprechende wichtige Aufgabenstellungen zu analysieren aus dem Bereich von Umwelt, das sehr wichtig ist in Zeiten von Klimawandel natürlich, oder aus dem Bereich von Gesundheit. Ebenfalls sehr wichtig in Zeiten von alternden Bevölkerungen, wie Sie solche wichtigen Aufgabenstellungen analysieren können und dann auch Lösungsvorschläge erarbeiten können und umsetzen können. Das spielt eine Rolle auch in der wirtschaftspolitischen Beratung zum Beispiel. Da sind also diese Kenntnisse sehr gefragt. Wirtschaftspolitik also wissenschaftlich fundiert diskutieren, aber auch eigenständige Lösungsvorschläge entwickeln. Das führt uns zu den Berufsaussichten. Und die Berufsaussichten, ich hoffe, ich habe schon durchgehen lassen, sind ausgezeichnet mit Wirtschaftswissenschaften. Das ist also nicht übertrieben. Und wir wissen, dass unsere Studentinnen und Studenten traditionell schnell gute Jobs finden. Sie kriegen eine Grundlage zur Ausbildung zum Data-Analysten, können also dann die entsprechenden Master-Lehrgänge natürlich dann auch besuchen und lernen nicht nur die statistischen Methoden kennen, sondern auch die ökonomischen Zusammenhänge dazu verstehen und interpretieren. Und das ist auch sehr wichtig. Damit kommen Sie dann für eine Vielzahl an möglichen, nicht nur nationalen, sondern auch internationalen Jobs in Frage. Das Institut für Volkswirtschaftslehre hat auf seiner Webseite hier, ich werde jetzt nicht draufklicken, aber eine Seite mit Absolventen und Absolventinnenporträts,
wo sie auszugsweise Leute haben, die hier studiert haben und beschreiben, was sie nach dem Studium gemacht hat und wie es ihnen gefallen hat. Da kriegen sie ein bisschen einen Eindruck und sehen dann, dass also unsere Absolventen und Absolventinnen in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Zum einen als Data Analyst zum Beispiel in der Zentrale von einer Supermarktkette hatten wir jemanden, einen Absolventen vor nicht allzu langer Zeit, der dort jetzt Daten analysiert und Kundenströme analysiert und dann darauf basierend zum Beispiel Produktpaletten verbessern zu können. Es gibt Jobs in der Unternehmensberatung, im strategischen Management, wo man also auch wieder vielleicht Daten analysiert oder Konzepte, strategische Konzepte erstellt, wo es um das optimale unternehmerische Wachstum geht, um den Vertrieb geht oder auch um Internationalisierungsstrategien, Standortentscheidungen, ganz konkret zum Beispiel, wo soll eine Firma jetzt einen neuen Standort aufmachen? Soll das im Inland sein? Soll das im Ausland sein? Welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden? Sie können arbeiten im Finanzwesen als Analyst, zum Beispiel im Risikomanagement von Banken, von Hedgefonds, Kredit- und Bonitätsbewertungen für Versicherungen auch durchführen. Sie können dort also ebenfalls ihre methodischen und ökonomischen Kenntnisse sehr gut anwenden. Viele Absolventen von uns arbeiten in Banken oder auch in internationalen Organisationen. Auch das ist ein beliebtes Feld, wo man typischerweise schon eher wissenschaftlich arbeitet, in der EU, in der OECD, in der UNO, wo es also konkrete Fragestellungen gibt, die internationaler, also länderübergreifender Natur sind, wo man dann auch also auf der Basis von wissenschaftlicher Literatur und auf der Basis von empirischen Daten dann irgendwelche Analysen erstellt und vielleicht Lösungsvorschläge erarbeitet. Auch bei Nationalbanken und der Europäischen Zentralbank arbeiten viele Ökonomen, Absolventen von Wirtschaftswissenschaften. Genauso bei Wirtschaftsforschungsinstituten wie dem Institut für höhere Studien bzw. dem WIFO in Wien, wo es also um angewandte Forschung geht, um wirtschaftspolitische Entscheidungen, die vorbereitet werden sollen für die politischen Entscheidungsträger. Da bedarf es also sehr der wirtschaftsökonomischen Expertise, damit also dann auch vielleicht entsprechende Empfehlungen weitergegeben werden können. Und das ist das Interessante natürlich auch dann in der Forschung, in der Wissenschaft, an Universitäten zum Beispiel, das natürlich auch offen steht, wo man sich dann auch die Themen selber wählen kann und man sich tatsächlich auch mit Dingen beschäftigen kann, die einen wirklich selber interessieren. Gut, dann bleibt noch auch die Landes- und Bundesverwaltung. In Ministerien sind viele Ökonomen beschäftigt, im Arbeitsministerium zum Beispiel oder auch im Finanzministerium. Und dann auch in den Interessensvertretungen wie der Arbeitskammer oder der Wirtschaftskammer, wo es also genau konkreter dann nicht nur um die gesamtwirtschaftlichen Interessen geht, sondern um die Interessen der Arbeitnehmer bzw. der Arbeitgeber zum Beispiel. Gut, ein prominentes Beispiel, weil wir gerade beim WIFO waren, ist ein ehemaliger Absolvent von uns, ist erst diese Woche zum designierten künftigen WIFO-Chef gekürt worden. Das war tatsächlich jemand, der bei uns studiert hat, der dann bei KPMG angefangen hat zunächst nach seinem Studium als Unternehmensberater, dann in die Wissenschaft gegangen ist, an die Universität und jetzt als Wirtschaftsprofessor auch in der wirtschaftspolitischen Beratung am WIFO tätig sein wird. Also das unterstreicht das, was Sie erreichen können mit so einem Studium. Gut, damit wären wir jetzt schon bei den häufig gestellten Fragen. Was ist der Unterschied zwischen WIWI und BWL-Bachelor? Ich glaube, ich habe das eh schon erwähnt, dass sich das WIWI-Studium auf breiter Ebene beschäftigt mit verschiedensten Aspekten,
nicht nur aus Betriebswirtschaft, aber auch zusätzlich dazu schauen wir uns volkswirtschaftliche Aspekte an, aber auch psychologische Aspekte und Datenanalyse. Während der Bachelor BWL eher fokussiert ist tatsächlich auf konkrete betriebswirtschaftliche Kompetenzen und unternehmerisches Handeln. Was ist der Unterschied zwischen Vivi und Statistik bzw. Data Science? Auch wir lernen in unserem Wirtschaftswissenschaftsstudium Kenntnisse zur Datenanalyse. Die mathematischen Anforderungen sind ein bisschen niedriger. Es geht also weniger darum, wie man statistische Methoden entwickelt oder begründen kann, sondern es geht mehr um die Anwendungen auf wirtschaftlich interessante und wichtige Fragestellungen. Voraussetzungen zur Aufnahme kennen Sie vermutlich bereits, sind natürlich zum einen die allgemeine Universitätsreife durch Matura- oder Berufsreifeprüfung, zum anderen Deutsch, und wenn Sie Deutsch nicht als Erstsprache haben, brauchen Sie einen Sprachnachweis Nachweis für Deutsch Level C1. Bevor ich Sie jetzt um Fragen bitte, hier noch Kontaktadressen für alles, das ich nicht beantworten kann, weil es zu sehr ins Detail geht, gibt es Studierenden-Info- und Beratungsservice. Da geht es also um konkret, welche Fächer im Curriculum enthalten sind, zum Beispiel in welcher Abfolge man bestimmte Kurse besuchen sollte. Das Prüfungs- und Anerkennungsservice beschäftigt sich mit Umstiegs- und Anrechnungsfragen, und das Zulassungsservice ist also für die Zulassung zum Studium ist der Ansprechpartner für die Zulassung zum Studium. Gut, hier haben Sie noch ein paar Links, ja, im Web, auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und LinkedIn sind wir vertreten. Da gibt es auch immer wieder aktuelle Hinweise, auch von insbesondere dem Institut für Volkswirtschaftslehre, aus dem ich bin, Hinweise für aktuelle Seminare, Forschungstätigkeiten und auch was die Studium betrifft, wo Sie gerne eingeladen sind, reinzuschauen, sich vielleicht anzumelden und dann regelmäßige aktuelle Updates kriegen. So, jetzt habe ich sehr viel geredet und wir haben auch nicht mehr sehr viel Zeit, aber ich bitte Sie jetzt um Ihre Fragen. Jawohl, stellen Sie einfach Ihr Mikrofon an und melden Sie sich bitte. Ich hätte eine Frage, und zwar ab wann werden die Spezialisierungen gewählt? Also sind die schon ab dem ersten Semester oder erst ab einem späteren Zeitpunkt? Das ist typischerweise dann im zweiten Studienabschnitt. Im ersten haben wir diese Grundlagen, diese Besuchen, und dann lernen Sie ein bisschen, können Sie ein bisschen reinschnuppern, was sind denn die BWL-Fächer, die VWL-Fächer, die Psychologie-Fächer. Und im zweiten Studienabschnitt gibt es dann diese Spezialisierungen, und das setzt sich dann zusammen aufgrund der Fächer, die Sie wählen, der Kurse, die Sie wählen, können Sie dann diese Spezialisierung auswählen. Okay, also wahrscheinlich dann erst ab dem dritten Semester, oder? Also ab dem zweiten Studienjahr, oder? Das ist dann, ja, also Sie könnten dann noch genauer nachschauen im Studienhandbuch, über welche Semester sich die Grundlagen erstrecken. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das die ersten zwei Semester sind oder mehr, aber typischerweise dann nach dem ersten Jahr, genau. Okay, danke. Sonst noch Fragen? Kann man sich die Präsentation noch später anschauen? Ich war leider vorher beim internationalen BWL und beim Vortrag, und das hat leider länger gedauert. Ja, das habe ich leider nicht mitbekommen, was ja sehr schade ist. Ja, das tut mir auch leid, aber Sie haben Glück, wir zeichnen das Ganze auf, und das soll dann auch verlinkt werden. Auf den, ich glaube, soziale Medien sind geplant und auch womöglich die JKU-Webseite. Sie sollten auf jeden Fall dann Zugang haben, auch im Nachhinein so mal das Ganze nochmal von also vorne anzuschauen. Bitte? Auf YouTube wird das wahrscheinlich. Ja, genau. Also am besten schauen Sie nochmal auf die Webseite, beziehungsweise wenden sich an die Kontaktpersonen für die JKU Open Days, und die können Ihnen dann ganz genau sagen, wo diese Links sind. Ich vermute mal wahrscheinlich eher auf der JKU-Webseite und dann zusätzlich vielleicht noch auf sozialen Medien, auf YouTube zum Beispiel, genau. Ja, danke. Ich hätte nur eine Frage, ist die Spezialisierung Wirtschaftspsychologie auf Deutsch und die anderen auf Englisch?
Das sind immer nur einzelne Kurse, die entweder auf Deutsch oder auf Englisch sind. Insgesamt kann man sagen, ist der Großteil der Kurse auf Deutsch. Ja, es gibt dazwischen auch englischsprachige Kurse und da verweise ich wieder auf Studienhandbuch. Das können Sie schnell googeln, Studienhandbuch JKU, und dann wählen Sie Bachelor Vivi aus. Da sehen Sie ganz konkret die Kurse und welche auf Englisch und auf Deutsch sind. Aber die allermeisten sind auf Deutsch, unabhängig von der Spezialisierung, würde ich jetzt einmal sagen. Okay, danke. Und wie schaut es denn, das habe ich nämlich leider nicht auf der Website gesehen, die Anmeldefrist fürs Studium, fürs Wintersemester des Jahres, wann ist die? Genau, die ist, soweit ich weiß, Mitte Juli. Das finden Sie, wenn Sie googeln Studienjahr JKU, sollten Sie auf eine Seite kommen, wo dann genau die Daten drinnen stehen für den Anmeldezeitraum zum Beispiel. Okay, danke. Bitte. Ist das eigentlich mit Feldsachen zu studieren, also Jus und Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel, oder würden Sie das empfehlen? Jetzt habe ich Sie nur zum Teil leider verstanden. Sie fragen noch. Achso, ob das möglich ist, parallel zu studieren? Jetzt habe ich Sie wieder nicht ganz genau verstanden, aber Sie fragen, wenn Sie. Fragen Sie nach dem Zusammenhang zwischen. Also, hallo? Ja, hallo? Oder Sie können ein Chatfenster sonst schreiben. Schau mal, Sie haben eh was geschrieben. Waren Sie das? Schauen wir mal. Nein. Schreiben Sie vielleicht ins Chat Ihre Frage. Dann kann ich die beantworten, weil es ist ein bisschen abgebrochen, leider. In der Zwischenzeit vielleicht kann man zwei Studienrichtungen studieren. Okay. Also Sie meinen zum Beispiel den Bachelor Betriebswirtschaft gemeinsam mit dem Bachelor Wirtschaftswissenschaften? Das können Sie natürlich machen. Genau, das machen auch Leute gerne, wenn sie sich noch nicht so sicher sind am Anfang, was denn das Beste ist. Da kann man mal beides oder Jus oder Vivi, natürlich genau. Also Sie können natürlich beides inskribieren. Das macht auch Sinn, wenn man ein bisschen Orientierungsphase noch hätte, gerne. Und ja, wenn Sie dann wissen, was Sie gerne machen, dann können Sie sich ja für eins der beiden entscheiden. Oder auch beide studieren natürlich. Ist man an eine Spezialisierung gebunden oder kann man verschiedene Kurse der jeweiligen Richtungen besuchen? Sie können natürlich immer Kurse der jeweiligen Richtungen besuchen. Für eine Spezialisierung brauchen Sie nur eine bestimmte Anzahl an ECTS. Also das brauchen Sie für die Spezialisierung. Das sehen Sie dann auch im Curriculum ganz genau ausgewiesen, wie viele das sind. Aber natürlich können Sie generell verschiedene Kurse aus allen Richtungen studieren. Gibt es einen Aufnahmetest, Aufnahmeverfahren? Gibt es nicht. Wir sind also noch nicht so hier an der Kapazitätsgrenze gewesen, auch in der Vergangenheit, dass das bisher notwendig gewesen wäre. Und dann war noch eine Frage, gibt es Lektüre, die Sie empfehlen können, um sich vorbereitend einen Einblick über das VWL-Studium zu verschaffen? Ja, natürlich gibt es viel, da muss ich jetzt überlegen, wo man am besten ansetzen soll. Das ist immer bei zu viel Information, ist man auch überfragt. Zum einen würde ich Ihnen vielleicht empfehlen, als ganz einfachen Einstieg einfach einmal auf die Webseite vom Institut für VWL zu schauen. Ja. Da finden Sie nämlich Informationen zu unserer Forschungstätigkeit. Das sind jetzt keine Lehrbücher, keine Einführungslehrbücher, sondern tatsächlich Dinge, zu denen Mitglieder unseres Instituts forschen. Sie finden da auch einen Hinweis auf unser Seminar, das seit letztem Jahr online stattfindet, wo das auch öffentlich ist, wo Sie sich auch gerne mal reinklinken können, wo wir immer wieder jetzt auch sehr prominente Vortragende haben, die waren halt dieses Semester zum Beispiel vom MIT, von der University of California in Berkeley oder aus Yale, die hier vortragen zu sehr aktuellen Forschungsfragen, wo Sie ein bisschen Eindruck kriegen können, womit beschäftigt sich Volkswirtschaftslehre. Dann gibt es ein internes Seminar auch, wo Dinge vorgetragen werden, die es auch immer wieder in die regionalen Medien schaffen, ja, womit sich Leute bei uns im Institut beschäftigen. Und das sind sehr breite Dinge, der Gender Pay Gap zum Beispiel, warum verdienen Frauen weniger als Männer. Oder auch Dinge wie Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen.
oder auch den Erdölmarkt. Ja, da können Sie schauen. Und ansonsten gibt es natürlich volkswirtschaftliche Literatur und Lehrbücher. Wenn Sie da interessiert sind, dann kann ich Ihnen gern auch noch ein paar Lehrbücher, Tipps zukommen lassen. Aber da schreiben Sie mir dann vielleicht am besten eine E-Mail. Ja? Und dann haben wir noch die Frage nach dem Auslandssemester. Kann man auch machen, im Master zumindest. Im Bachelor bin ich mir jetzt nicht sicher. Da müssten Sie dann noch einmal bei der Studieninformation nachfragen, wo ich Ihnen die Informationen am Schluss gegeben habe. Aber generell sind wir natürlich sehr bemüht, immer Leute auch zu motivieren, ins Ausland zu gehen. Ich war selber im Ausland. Jeder, der war, kann das empfehlen. Es ist sehr gern gesehen. Und gerade unser Studium der Wirtschaftswissenschaften bietet sich extrem an. Unsere Fragestellungen sind länderübergreifend. Englisch ist sowieso wichtig in unserem Bereich. Und deswegen ist das natürlich auf jeden Fall zu empfehlen. Und auf jeden Fall eine Möglichkeit, genau. Was kann man unter freien Studienleistungen verstehen? Freie Studienleistungen sind so Fächer, die Zusatzfächer, die Sie wählen können. Das ist ein Potpourri an Fächern, die Sie bisher noch nicht gewählt haben, aber sich dann anrechnen lassen können fürs Studium, indem Sie diese Fächer als freie Studienleistungen wählen. Ja, zum Beispiel, Sie haben jetzt irgendwie einen volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt schon gewählt mit den entsprechenden Fächern, wollen aber auch noch Psychologie machen und dann können Sie einen solchen Psychologiekurs als freie Studienleistung auf Ihrem ECTS-Konto verbuchen, sozusagen wird Ihnen gut geschrieben für die Kurse, die Sie brauchen, um das Studium abzuschließen. Sonst noch irgendwelche Fragen? War irgendetwas noch offen? Ich hätte nur eine kurze Frage, und zwar zu der Anmeldefrist. Ich habe jetzt geschaut, da steht 5. Juli bis 5. September für das Wintersemester des Jahres. Mhm. Das zählt dann für Vivi, oder? Weil zum Beispiel bei IBWL, da steht die Anmeldefrist, die ist früher, ich glaube, die ist bis Anfang Mai, und die steht aber direkt dabei beim Studium. Und bei Vivi steht aber nicht. Okay, das mag sein, dass es für bestimmte Studien ein bisschen eine Abweichung gibt. Aber grundsätzlich, genau, ist es für Vivi jedenfalls diese Juli-Frist, die Sie jetzt gefunden haben. Genau. Mhm. Sonst noch irgendwelche Fragen? Okay, dann hoffe ich, dass ich alles ausreichend beantworten konnte und zusätzlich Ihr Interesse ein bisschen wecken konnte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in einen oder anderen Kurs vielleicht später mal sehen können. Alles Gute. Wiedersehen. Danke, Wiedersehen.